Herzlich willkommen zu einer Entdeckungstour durch die neue Karte, die heute am Freitag, dem 6. Mai, im Giants Modhub freigegeben worden ist. Und zwar heißt diese Karte Die westliche Wildnis, kommt von Alien Jim, Downloadgröße 136,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Herzlich willkommen im Survival-Modus von The Western Wilds. Hast du das Zeug dazu, deinen eigenen Bauernhof zu gestalten, Tierfarmen anzulegen und Produktionsketten aufzubauen? Keine Nachbarn, die ihren Fortschritt aufhalten können oder Verträgen im Wege stehen, nur du und die Wildnis. Du hast die Möglichkeit, alle Bäume, Felsen, Stromleitungen und Flüsse von der Karte zu entfernen, um deinen inneren Bauern zu wecken. Es gibt 20 Goldklumpen zu finden. Geh zur Hütte der Goldgräber, um Hinweise zu finden, wie du das Gold finden kannst. Die Map enthält 2 Sägewerke, ein Kalksteinwerk und eine BGA und eine Goldproduktionsanlage, um die Steine zu spülen und die Goldklumpen dann zu Gold zu schmelzen. Maloption für gepflügte Felder zum Karteneditor hinzugefügt. Hinweis: Auf diese Weise erstellte Felder erzeugen keine Steine. Unter Sonstiges findest du auch 2 Anhänger, um Methan zu transportieren. Ich hoffe, dir gefällt dieser Survival-Modus. Wenn wir uns die Karte angucken, dann sehen wir hier die typische Aufteilung bei Alien Jim, also sehr ähnlich wie bei der No Man's Land Karte. Wenn wir als neuer Farmer starten, haben wir Landplot Nummer 3, der uns zugeschrieben ist, und alles andere müssen wir dann selbst erarbeiten. Im Unterschied zu der No Man's Land Karte gibt es hier fest eingebaute Straßen. Das sind also diese Straßen hier. Es gibt verschiedene Kaufs- und Verkaufsstellen. Die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar sagt der Einführungstext, dass nur 2 Sägewerke verbaut sind. Das eine ist das Sägewerk Nord. Dann haben wir hier die Biogasanlage. Wir haben die Goldproduktion, die Kalkproduktion. Und das war es denn auch schon. Also das zweite Sägewerk kann ich hier nicht finden. Es gibt einiges an Ladeoptionen oder Punkte, wo man Sachen kaufen kann. Zum Beispiel hier gibt es die Tankstelle, den Bauernmarkt, einen Wasserkauf- und Hohlpunkt, einen Saatgutkaufpunkt, einen Kaufpunkt für Düngemittel und natürlich, wie gesagt, das Sägewerk. Des Weiteren haben wir hier eine Biomethan-Tankstelle. Wir haben eine Elektroladestation und wieder einen Wasserfüllstutzen. Unten haben wir auch noch einen Wasserfüllstutzen und eine Tankstelle. Und auf der westlichen Seite haben wir noch eine zweite Elektroladestation. Verkaufsstellen oder Abladestationen finden wir auch hier. Dann haben wir hier den Viehhandel, den Bauernmarkt, Produkte vom Bauernmarkt, die hier verkauft werden können. Bauernmarkt Wolle, da kann Wolle verkauft werden. Milch vom Bauernmarkt, natürlich hier kann die Milch verkauft werden. Dann haben wir hier unten haben wir auch noch 2 Verkaufspunkte, das ist das Sägewerk Süd. Ah, jetzt taucht es auf, das ist also nur ein Verkaufspunkt. Dann natürlich eine Abladestation, eine Tankstelle, kann man dann hier das Biomethan hinbringen. Und dann haben wir hier den Rangierbahnhof. So, das ist also im Prinzip alles, was in die Karte eingebaut ist. Natürlich gibt es auch noch ein Farmhaus, das eingebaut worden ist, wo wir die Nacht verbringen können. Und zwar befindet sich dieses Farmhaus hier. Des Weiteren finden wir noch einen Feuerwachturm, einmal Nummer 1. Dann gibt es einen zweiten hier. Und wir haben einen dritten, der hier zu finden ist. Des Weiteren finden wir die angesprochene Goldsammlerhütte, und zwar ist das diese hier. Und das war es denn eigentlich schon mit den Placeables, die fest platziert sind. Schauen wir uns mal an, was wir haben als neuer Farmer. Wir haben einen Traktor, den Steyr 8150, dann haben wir den Mähdrescher, den Rostelmarsch Nova 330. Dazu haben wir natürlich das Schneidewerk. Es gibt keinen Schneidewerkswagen. Es gibt einen Gabelstapler, und zwar der Jungheinrich. Dann gibt es ein Auto, und das steht rechts neben uns, und zwar ist das unser Pickup. Dann haben wir den Krampe Halfpipe Anhänger. Dann haben wir noch einen kleinen Pflug, 1,20 Meter Arbeitsbreite, ein Grubber, und zwar den von Horst.
3 Meter Arbeitsbreite Seetechnik haben wir. Die Nordstern, die haben wir gekauft auf der Krebach, der das Let's Play verfolgt. Der kennt diese Seemaschine. Dann haben wir hier einen Amazone Düngerstreuer. Wir haben ein Gewicht und wir haben eine Förderschnecke oder Förderband, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Aber die sehen wir dann auch gleich im Detail. Wir schauen uns mal den Aussaatkalender an. Das ist also der Standard-Aussaatkalender. Es gibt hier keine zusätzlichen Früchte. Es ist alles so, wie es standardmäßig ist. Ja, das sind auf jeden Fall mal so die Eckdaten, die wir haben zu dieser Karte. Natürlich gibt es hier keine Aufträge, weil auch keine NPCs Land besitzen. Auch sind noch keine Kuhställe oder Ställe verbaut. Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir hier vorfinden. Wir schauen uns mal um. Wir starten hier ganz am Norden der Karte. Also hier, wie wir das gewohnt sind, starten wir bei Alien Gym an einem Kartenende. Das ist auf jeden Fall hier. Also hier ist das Kartenende. Do not pass, do not enter. Das ist also hier das Kartenende. Wir stehen hier am Händler. Wir haben hier die Umkleide. Dann gibt es hier verschiedene Trigger. Das ist wahrscheinlich der Ballenverkauf. Hier ist der Tierhändler. Hier ist eine Umschaltstation. Wenn wir hier hingehen, können wir den Ton ausschalten. Wenn dieses Summen euch stört. Dann finden wir erstmal dieses Schild. Wenn man dieses Schild mit der Kettensäge umsägt, dann verschwinden alle Stromleitungen von der Karte. Ja, das sind also diese hier. Die werden dann einfach so verschwinden. Wir schauen nochmal auf die PDA. Wir können hier diese Pünktchen sehen. Also wir stehen gerade hier. Wir sehen hier diese Pünktchen, diese kleinen blauen Pünktchen. Das sind die Punkte, wo solche Schilder stehen. Wie zum Beispiel hier. Der linke sagt, wenn man den umsägt, dann sind alle Bäume weg von der Karte. Das kennen wir schon aus der No Man's Land. Wenn wir den rechten absägen, dann verschwinden alle Steine und Felsen von der Karte. Dann haben wir hier noch weitere dieser Schilder. Links heißt das wieder umsägen, um die Stromleitungen zu entfernen. Wenn wir den mittleren umsägen, dann wird der herumliegende Müll und so weiter entfernt. Der rechte ist wieder, um die Bäume zu entfernen, und zwar wahrscheinlich hier auf einem gewissen Gebiet. Dann haben wir hier das letzte dieser Schilder. Das heißt hier, wenn man das umsägt, dann wird dieses Wasser, also dieser Fluss, verschwinden. Also hier beispielsweise haben wir den Farmers Market. Das ist also der Kauf- und Verkaufspunkt von Gütern. Hier drüben haben wir eine dieser Wasserholpunkte. Dann hier haben wir die Verkaufsstelle für Saatgut und Co. Hier können wir Milch verkaufen. Hier haben wir das Sägewerk natürlich. Hier ist natürlich klar, hier kann das Holz hingeladen werden. Hier kann das Holz verkauft werden und hier kann das Sägewerk gekauft werden. Wir gehen mal zu unserem Hof. Und zwar finden wir hier unseren Wohnwagen, der natürlich hier so wunderschön rumsteht. Dann haben wir hier unser Equipment, das wir uns schon angeschaut haben. Das ist also dieser Plot Land, der uns gehört. Und hier ist wahrscheinlich schon ein Feld vorbereitet, aber das ist nichts weiteres, was man hierzu sagen kann. Frucht ist keine drauf. Wir machen mal kurz einen Überflug über die Karte und sehen, dass diese Karte sehr, sehr flach ist. Es gibt natürlich diese Felsbrocken hier,
Hier haben wir eine dieser Feuerwachtürme. Das sind diese hier. Also die Karte ist eher flach. Ist umgeben von einem Straßennetz. Hier haben wir die BGA. Hier haben wir diesen Fluss, der quer durch die Karte geht. Hier haben wir wieder einen Feuerwachturm. Und dann haben wir hier natürlich unten im Süden noch diese Verkaufs- und Produktionsstätten. Schön auch, wie die Karte komplett in die Umgebung eingebunden ist und sogar auch noch Objekte außerhalb des Kartenrandes zu finden ist. Hier haben wir der Westteil, da gehen wir dann auch gleich runter. Hier ist nämlich auch die Goldhütte zu finden und weitere Sachen. Und ja, das ist auf jeden Fall mal dieser Überflug durch die Karte hier. Wir gehen erstmal kurz nochmal hier runter. Also wenn man hier über diese Ballen hier auf das Dach hochgeht und dann noch ein bisschen weiter hochgeht, dann finden wir hier das erste Gold. Wenn wir das aufsammeln, merken wir, das gibt 50.000 Euro. Davon gibt es 20 Stück. Es gibt also eine Million. Wir gehen mal hier unten zu der Goldhütte hin. Das ist also dieser westliche Bereich. Das ist also diese kleine Goldhütte. Sehr schöne Details hier, sehr schön gemacht. Und wenn wir hier in diese Kabine reingehen, können wir hier eine Karte finden. Und da sehen wir diese roten Pins. Der grüne Pin ist genau da, wo wir Gold bereits gefunden haben. Ihr könnt also sehen, hier könnt ihr die Hinweise finden, wo die Goldklumpen versteckt sein könnten. Auch hier wieder ganz klar ein paar Deko-Objekte, die so auf Wildnis hindeuten. Hier ein Zelt, eine Feuerstelle. Und hier ist dieser Güterbahnhof. Und hier ist zu beobachten, dass wir hier auf diesem Wagen Ballen verkaufen können. Hier können Produktionspaletten verkauft werden. Und dazu haben wir hier, und der gehört mit zum Hof, diesen Gabelstapler, damit man die Sachen hier auf diesen Wagen hochheben kann. Dasselbe gilt natürlich auch für die Ballen, ne? Wenn man hier mit dem Traktor kommt, mit dem Frontlader, kann man die da hochheben. Dann gibt es hier diese Überladeschnecke. Weil man diese brauchen wird, um zum Beispiel hier seine Feldfrucht zu verkaufen. Das muss also hier reingeladen werden. Hier drüben werden Kartoffeln verkauft und hier werden Zuckerrüben verkauft. Ne? Das ist also, muss man hier auf diesen Wagen oder in diesen Wagen einfüllen. Wenn wir hier noch ein bisschen weiter rüber gehen, können wir hier nämlich dann sehen, dass hier unser Holzverkaufspunkt ist. Ja, hier wird Holz abgeladen und hier drüben wird Holz verkauft. Ich finde die Idee hier sehr gut gelungen, also mit diesem Zug, der benutzt wird als Verkaufsstelle, finde ich richtig gut gemacht. Hier ist natürlich auch noch was Idyllisches hier. Natürlich wird hier ein bisschen Holz verbrannt, damit es nicht zu kalt wird. Hier ist der Holzverkaufstrigger. Auch hier gibt es wieder ein Umspannwerk, wo man quasi den Ton ausschalten kann. Gehen wir mal auf einen dieser Feuerwachtürme. Dann sehen wir hier, das sehen wir hier oben und haben einen richtig schönen Ausblick über das umgebende Land. Richtig schön gemacht, toll, eine gute Idee. Kann natürlich dann hier auch runtergehen oder man kann hier natürlich den Schnellzug nehmen. Wie im Einführungstext zu finden, kann hier bemalt werden und zwar kann hier gepflügter Zustand bemalt werden. Natürlich wird, wie es im Text sagt, hier keine Steine generiert, aber da kann man vielleicht ein bisschen cheaten, abkürzen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit,
die man hier dann hat. Das ist jetzt also gepflügter Zustand. Kann man natürlich jetzt nicht sehen, weil da noch Gras drauf gewachsen ist. Müsste man wahrscheinlich erstmal eine andere Textur drauf malen. So, der Verkaufskatalog zeigt klar an, dass diese Karte komplett durchgedacht ist. Es gibt also Verkaufspunkte für alle Früchte und für alle Produkte, die produziert werden können. Und sogar das Gold kann hier verkauft werden. Wir werden uns nicht mehr sehr, sehr lange auf der Karte aufhalten. Ich werde einfach mal kurz eine kleine Strecke fahren, so damit ihr ein bisschen die Stimmung von der Karte mitbekommen könnt. Es ist eine typische Karte von Alien Jim, also sehr ähnlich wie die No Man's Land. Hier gibt es eine kleine Fläche, wo man Sachen platzieren kann. Aber ansonsten ist sie sehr, sehr flach halt, das haben wir schon gesehen. Hier scheint einmal ein bisschen Leben gewesen zu sein. Also hier scheint es so, dass man hier einen verlassenen Hof hat. Da ist sogar noch Dekomaterial zu finden. Wir können jetzt mal versuchen, diesen Post umzusägen. Der sagt wegen dem Geröll und Gerümpel, Müll, der da rumliegt. Dann kaufen wir uns mal eine Motorsäge. So, und da sollte eigentlich das alles verschwunden sein. Und in der Tat, hier sind die ganzen Sachen verschwunden. Hier sieht es sogar aus, als wäre mal irgendwie ein Tiergehege da gewesen. Ja, stimmig, schön gemacht. Wirklich so ein bisschen in diesem Stil. Hier ein Haus, das völlig verrottet und kaputt ist. Ja. Vielleicht hier ist eine Leiter, vielleicht ein Hinweis darauf, dass hier vielleicht nochmal Gold zu finden wäre. Das sieht aus, als wäre da mal ein Hühnergehege gewesen. Hier gibt es wieder einen Umschaltberg. Kann man wieder den Ton ausschalten. Ja, eine verlassene Farm. Sieht wunderbar aus. Gut. Da könnte man sich überlegen, hier dann seine Hauptfarm hinzubauen, sobald man das Land hier erreicht hat. Und spaßeshalber werden wir mal hier gucken, ob hier alle Bäume verschwinden oder nur diese hier in diesem Umkreis. Also das hat also alle Bäume entfernt, hier nur in diesem Umkreis, also nicht sehr weit. Genau, also hier dieser Umkreis ist jetzt frei gemacht worden. So viel zu dieser Karte. Ich hoffe, euch hat diese kleine und kurze Kartentour gefallen. Falls ihr noch was entdeckt habe, was ich noch nicht gesehen habe, dann bitte gerne in das Kommentarfeld unten einfügen. Dann möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche, wie gesagt, schon mal ein wunderschönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss und hasta luego.